Oh Gott. Okay, und der hat anscheinend auch den Selbstmord vorgezogen. Warum sonst sollte es hier so blutig sein? Oder er wurde von jemandem umgebracht, weil die Leiche ist ja weg, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Render Arc. Okay, Traum von der Arche vielleicht. Sieht aus wie eine Kinderzeichnung. Oh Gott. So ganz viele Kinderzeichnungen auf jeden Fall. Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang und der Kontinuität. Oh Gott, okay. Also der hat sich anscheinend sehr von diesen Ausführungen von Sarang angeschlossen. Und eben dieses, wir müssen eh alle sterben und wenn wir auf der Arche sind, dann können wir ja... Also wenn unser Gehirnscan auf der Arche ist, dann können wir ja hier sowieso das Leben beenden. Aber ob das so sinnvoll ist, das ist doch die ganz andere Frage. Vor allem, der war ja anscheinend ein Familienvater, wegen den ganzen Kinderzeichnungen hier. Oh, eine Katze. Spanische oder portugiesische Ponys. Ist auch ganz offensichtlich eine Kinderzeichnung. Oh, sowas irgendwie, keine Ahnung. Kinder in solchen Spielen finde ich immer sehr, sehr schwierig, das Thema. Ach, Manu. Und er hat anscheinend auch nicht mehr an den Sinn im Leben eben gebraucht und sich gedacht eben, ja, wir werden doch sowieso sterben. Können wir uns doch genauso gut umbringen, was er ja dann gemacht hat. Okay, wir können ja noch bei Catherine reinschauen. Was wir jetzt machen, das wollte ich mir eben jetzt noch für jetzt aufgeben. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Mhm. Cool fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Ah, okay. Sie ist also... I seriously doubt Thai? You'll find anything useful in there. Okay, Zeugs. Okay, hier haben wir noch ein PC und ein Tablet. Eine Puppe, das finde ich nie gut. Catherine, Puppen sind immer böse. Okay. Eine Schere, damit können wir uns doch bestimmt verteidigen. Nein, ich möchte wissen, was eine junge Dame bei sich aufbewahrt. You have a lot of toys. Eigentlich ist es ganz schön blöd, dass wir das hier doch suchen, oder? Vor allen Dingen, wenn sie sich ja mitbekommen kann. Ah, trainiert und fit gehalten hat sie sich also auch. Oh, wie süß. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Voll süß. Ich traue der Sache gerade nicht so. Maybe we should move on. What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's a long story. Forget it. Okay, eigentlich ist es ganz schön arschig, dass wir jetzt hier in ihrem Zeug rumwühlen. Ich meine, ich möchte jetzt natürlich wissen wegen Spiele und so und umschauen, aber eigentlich ist es ganz schön arschig, weil sie halt mitbekommt, dass wir in ihren Sachen rumwühlen. Ich meine, mir mag schon gern, dass in den Sachen rumgewühlt wird. Oh Gott, ein Tagebuch. Notizen. Richard hat mir einen Satz KI-Vorlagen gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine von ihnen ausgebreitet, um einen neuen Freund für Kapsel, Catherine und ihren Clan, Veganer... Vergangener zu kriegen. Oh Gott. Neue Methode zur Turbulenzsimulation führt zu deutlicher Verbesserung des Wettersystems. Habe Reed implementiert, ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit Reed. Reed kommt nicht gut mit den anderen zurecht. Sie ist zu real. Oh Gott. Imogen Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der WAU beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war.
als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der Vau stehlen zu lassen. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation in der digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an meine KR-Kapsel erinnert. Nach der Zerlegung der Vivarium-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die Vau mein Kapselprojekt kopiert hatte, um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meiner Kapsel, in der sich aus Modellneurographen konstruierte, flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan, auf dem Reed entstand. Die Reed in der Vivarium war eine perfekte Kopie. Ist gerade ein bisschen schwer. Ich hab's! Ich kann die Menschheit retten! Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes Leben der Mitglied von Phatos 2 Platz findet. Ich weiß nicht, wie es bei Vivarium funktioniert hat, aber ich kann die Scan-Technik der Vau mithilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagnetentyp ausgestattet. Elektromagnet-Trommeltyp. Okay, keine Ahnung, was es da jetzt geht. Ich kenne mich mit so Technik und so jetzt nicht so aus, aber das waren anscheinend die Anfänge der Arche. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderliche Diffraktion und Hochenergie konfiguriert. Ich vermute, dass die Vau die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die Vau muss die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Maschinen benutzt haben. Ach so, heißt es also, wenn dann Gehirnscan angefordert wurde, hat die Vau die in diese Maschinen eingepflanzt, die wir ja auch schon getroffen haben quasi? Dass die Vau das immer? Bei überraschend positivem Feedback des Teams haben wir das ARC-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in die Kapsel laden. Dann werden wir sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Sich vorzustellen, dass sie auf diese Weise weiterleben werden, ist eigentlich ganz nett. Mark Sarang hat sich nach seinem Scan umgebracht. Er hat allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um so irgendwie auf die ARC zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass dadurch einige Streitereien beim Personal entbrannten und anscheinend ist das nicht anscheinend ist es irgendwie mein Fehler. Strohmeier ist gar nicht mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. Ja, was kann denn jetzt sie dafür? Ich verstehe ja nicht, warum kann der Gehirnscan nur in diese Kapsel geladen werden, wenn die echte Person tot ist? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, dass die echte Person nicht in die Kapsel geladen werden kann, weil es ja nur eine Simulation anscheinend. Diese Kapsel, diese virtuelle Realität, die Arche. Dass da keine echte Person reingehen kann, gut. Aber halt eben dieser Gehirnscan mit dem Bewusstsein von der Person, die kann da eben rein implementiert werden. Deswegen verstehe ich jetzt aber nicht, muss man sich dafür echt umbringen oder muss man dafür sterben, damit es geht? Oder hat sich dieser Typ, dieser Hobbyphilosoph, dieser Sarang da einfach nur gemein, oh, ich bin blöd? Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum das Catherine schuld sein soll. Okay, haben wir jetzt ein paar interessante Sachen erfahren. Ich meine, ist natürlich nicht die feine englische Art, einfach in einem Tagebuch einer Dame rumzuschnüffeln, aber hey. So haben wir jetzt wenigstens etwas Neues erfahren. Gut, aber wir haben jetzt auch noch keinen Sicherheitscode und so gefunden, also wirklich weitergekommen sind wir ja noch nicht. Okay. Treppenhaus können wir auch nichts bauen. Da hinten war ja diese eine Tür da. Ich renne da nochmal kurz hin. Da waren ja auch noch Räume von Strasky und so. Aber dann hat es ja auch geprisselt. Also gehe ich mal davon aus, dass da einer von Konsorten Schwengolino ist. Aber wir kommen da ja sowieso nicht durch. Also ist es ja erstmal nicht von Relevanz. Die Frage ist, wer könnte denn... Vielleicht hat ja einer von denen hier irgendwie einen Sicherheitscode. Die Frage ist halt, wer könnte das sein? Das erleuchtet sich mir jetzt gerade noch nicht. Einer von denen müsste doch
einen Sicherheitscode für den Dunbed eben haben, der gerade in der Quarantäne ist. Das gilt es halt noch rauszufinden. Okay, da oben geht's auch noch hin. Schon wieder dieses schwarze Zeug überall. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Okay. Was ist das? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Verbindungsfehler, Fehlerbehebung. Suche nach Ursprung. Fehlercode, keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Okay, also der Router muss zurückgesetzt werden. Dann kriegen wir erst wieder eine Verbindung. Wird wahrscheinlich hier genau das gleiche sein. Dass wir erst den Router zurücksetzen müssen. Ja, okay. Dann machen wir das doch nachher mal kurz. Was haben wir hier noch? Hä? Wieso holt er das jetzt raus, wenn ich auf die Wasserflasche klicke? Achso. Okay, da können wir irgendwas machen mit. Scheinbar können wir da irgendwas. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Aber. Broken. Damaged. Okay, also hier haben wir Scans. Fast. Aber die funktionieren, also sie sind alle kaputt. Sind da welche, die... die noch etwas sind? Da ist doch einer. Aha. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ach so. Vielleicht kommen wir auch so an den Sicherheitscode. Das ist doch eine Idee. Sind hier noch mehr? Sind hier noch mehr? Hier nicht. Vielleicht hier. Auch nicht. Und vielleicht haben wir hier noch Glück. Aber die sind alle beschädigt. Aber dann kommen die ja gar nicht auf die Arche, oder? Aber das nützt uns ja gerade alles nichts, weil wir erst bei den Router neu starten müssen, scheinbar. Hier ist überall Blut. Okay. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Hier ist überall Blut, aber... Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the art project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. War der Conrad nicht der, den wir auch... dessen Zimmer das auch war, hier können wir wieder nichts machen, wo das ganze Blut auf dem Bett war? Hat er sich jetzt hier oder dort umgebracht? Das weiß ich jetzt nicht. Seltsam, seltsam, seltsam. Aber auf jeden Fall... Ja, das verstehe ich eben nicht. Warum sollte denn Catherine daran schuld sein, dass
dass sich die Leute immer umbringen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, komm. Die Nanami-Struktur. Typ komprimierter Nakajima, Neurograph, kontinuierlich 21 Millisekunden. Sekunden? Soll es Sekunden sein? Ja, aufgezeichnet Mittwoch, 21. März 2014. 12. März 2014. Hä? 2000? Ah, jetzt sind wir wieder im 21. Jahrhundert. Verfasser Nakajima Shin. Testperson Nanami, Geschlecht weiblich, geboren 11. Dezember 1997. Also war die junge Dame noch nicht sehr alt, gestorben 17. Juli 2021. Nationalität Japanisch, oh Gott. Daten löschen? Nein. Okay. Berg. Die Paste-Datei im Berg. Typ komprimierter Nakajima Neurograph. Kontinuierlich 6 Millisekunden aufgezeichnet. 28. April 2015. Verfasser David Manchi. Moment, David Manchi? Das ist doch der Typ, wo wir den Gehirnscan gemacht haben. Testperson. Name Paul Berg. Geschlecht männlich. Geboren 27. November 1984. Gestorben 2. August 2069. Nationalität kanadisch. Ah, Manchi. Achso, ja, die haben ja von sich selbst bestimmt auch Hirnscans gemacht, wenn sie das ausgetestet haben. Manchi. How did this... What is this? Die Paste-Dateien Manchi. Typ komprimierter Nakajima-Neurograph, kontinuierlich 4 Millisekunden, aufgezeichnet Dienstag, 28. April 2015. Verfasser Paul Berg. Testperson, Name David Manchi, Geschlecht männlich, geboren 4. Oktober 1980, gestorben 23. Mai 2078. Boah, der ist ja ganz schön alt geworden dann. Das ist ja... 98 Jahre, du! Also, sie ist aber nicht sehr alt geworden. Die Arme. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Moment, wir haben jetzt eine... What? Das ist jetzt der Gehirnscan von uns. Kommt der? Vermächtnisscans. Ach so, sind die von da? Vielleicht diese ersten Gehirnscans, die ja damals im Jahre 2015 jemals angefertigt wurden. Und die sind jetzt noch da, weil es halt eben damals die ersten Scans überhaupt waren vielleicht. Die Paste-Dateien. Simon Jared, Typ, komprimierter Nakajima Neurograph, kontinuierlich 5 Millisekunden aufgezeichnet. 2. Mai 2015. Verfasser David Manchi. Testperson, Name Simon Jared, Typ, männlich... Geboren am 16. Juli 1988, gestorben am 1. Juli 2015. Oh Gott. Nationalität kanadisch. Das heißt, wir sind ja einen Monat nach diesem Gehirnscan gestorben. Oh Gott. Wir sind jetzt ein Gehirnscan. Das haben wir schon raus. Wir sind ein Gehirnscan jetzt, der in diesem Roboterkörper ist. Der Gehirnscan, der damals von Simon abgeschlossen wurde. Deswegen haben wir auch diesen Gehirnscan gemacht damals, zu Beginn des Spiels. Und sind halt dann hier auf der Unterwasserstation wieder aufgewacht, weil irgendwie wahrscheinlich die Wao unseren Gehirnscan dann in diesen Roboter gepflanzt hat. So kann ich mir das gerade vorstellen. Und der Simon, der echte Simon von damals, der ist ja dann einen Monat nach dem Gehirnscan gestorben. Oh, wahrscheinlich mit unserer Kopfverletzung, mit unserer Gehirnverletzung nicht. Oi, oi, oi. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This freaky, so many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently.
Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Keine Ahnung, wie das ein Spiel immer schafft, einen so fertig zu machen. Also ich lasse mich immer auf so ein Spiel ein, das muss ich halt dazu sagen. Ich lasse mich immer sehr auf Spiele ein und ich bin halt auch in dem Sinne ein sehr sensibler Mensch und boah, das ist gerade schon. Das ist gerade diese letzte Aufzeichnung. Er wusste ja, dass er jetzt stirbt und hat gesagt. Boah. Ich glaube, da ist schon was dran, Menschen, die eben am Limit leben, was, am Limit ist jetzt gerade das falsche Wort, so an der Kante leben, zwischen, an dieser Schwelle zwischen Tod und Lebendig, die genießen das, oder die leben ihr Leben ganz anders. Ich weiß nicht, so normaler Mensch, wir wissen, ich glaube, wir alle, die jetzt nichts haben, keine Krankheiten oder irgendwie so, oder ganz unbeschwert immer leben können, wir wissen unser Leben viel zu wenig zu schätzen, unsere Zeit mit anderen. Alles, was uns eigentlich gegeben ist, alles, was die Welt uns eigentlich gibt, das wissen wir, glaube ich, viel zu wenig zu schätzen. Und ich glaube, das sollte man auch einfach mehr tun. Okay. Wir können hier die Daten löschen, aber warum sollten wir Nein, warum? What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into his suit and hit the power button. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Also war unser Tod, was heißt nicht umsonst, aber unser Tod hat Forschungen ermöglicht und wir sind ja jetzt in irgendeiner Weise wieder am Leben. Das ist wieder die Frage, was ist Leben? Gehört zum Leben auch dazu, dass man wirklich in seinem Körper ist oder reicht das Bewusstsein aus? Weil in diesem Fall wären wir nicht darauf hingewiesen worden. Wir hätten ja erst gar nicht kapiert, dass wir dass wir gar nicht mehr in Simons Körper sind. Aber unser Bewusstsein war ja noch da, unsere ganze Wahrnehmung war ja gleich, wie Catherine schon gesagt hat. Und das ist halt eben die Frage, zählt das noch zu leben? Also meiner Meinung nach irgendwie ja schon. Also es ist zwar was anderes, aber man ist ja noch mit dem Bewusstsein da. Es ist ja nicht, wie soll ich sagen, man ist zwar nicht mehr im Körper, aber was macht denn ein Körper aus? Das ist ja genau das gleiche, wie zum Beispiel viele Leute immer am Überlegen sind, Gehirntransplantation. Ist ja im Prinzip, diese Gehirnscans, die kommen ja ziemlich nah an das ran und das ist halt. Ja. Oder dann halt auch wieder die andere Frage, was macht denn unser Bewusstsein aus? Alleine das Gehirn oder kommt da wirklich nochmal sowas wie eine Seele, etwas wie ein Geist
dazu. Das ist halt immer so. Wir wissen einfach viel zu wenig über uns selbst und ich glaube auch nicht, dass es Sachen sind, die wir erforschen können, wirklich, weil ich weiß nicht, ob da eine Technologie ausreicht, um wirklich in das ganze Bewusstsein des Menschen einzutauchen. Ich bin mir da echt nicht sicher. Es ist echt ein kompliziertes, aber auch ein total interessantes Thema, wo man eigentlich stundenlang drüber philosophieren und sich unterhalten kann und man kommt trotzdem nicht zu einem Schluss und oh, das ist mein Fuck. Leute, ich bin gerade schon ein bisschen, ja, das Spiel macht auf jeden Fall etwas richtig. Es macht sehr vieles richtig, also das muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. Hut ab, Frictional Games. Jetzt schon bin ich sehr begeistert von diesem Spiel. Es ist echt der Wahnsinn, also wow. Wir müssen dann also das nächste Mal den PC nochmal den Router neu starten. Aber wie gesagt, das ist dein erstes nächste Mal. Ich glaube, jetzt habe ich wieder ein paar Folgen zusammen. Kann also eine Aufnahmepause machen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal bei Soma, wenn ich das Ganze auch ein bisschen verarbeitet habe. Ich werde jetzt da, glaube ich, noch ein bisschen drüber für mich rumphilosophieren, weil ich finde das, ich mag solche Spiele einfach. Ich finde das super einfach, dass nicht nur hier eine Story und so, sondern auch wirklich eine Story, die zum Nachdenken anregt und auch so viel Realität mit einem spielt. Klar, das ist jetzt hier Science Fiction, aber keine Science Fiction, die ich mir nicht mal nicht vorstellen kann. Jetzt habe ich das gerade richtig gesagt. Ich bin matschig im Kopf gerade. Das ist alles so, wow. Wow, also echt sehr genial. Ich hoffe, ihr müsst auch noch ein bisschen nachdenken. Bis zum nächsten Mal bei Soma. Ich bin jetzt erstmal raus hier.